meine lieben Freunde, willkommen zurück. Wir wollten den Hexenhut machen. Und das machen wir auch. So, was geht denn hier ab? Oil of Vitriol. So, und ich würde mal sagen, komm, das quicken wir mal hier rein. Rein damit. Und dann nochmal ein bisschen stolzes Holz. Gut, dann haben wir auch gleich die, die Spinning Wheel. Hello, was geht ab? Der Altar soll auch stärker werden. So, bauen ein bisschen was, ne? Der Heuballen kommt schon mal rein. Guck mal, machen wir schon mal hier. Was macht der uns überhaupt hier? Ein paar Strings, ne? Ein paar goldene Strings. Mach uns mal hier ein paar goldene Strings. Alles ist gerade in Betrieb. Alles. So, da haben wir das schon mal. Perfekt. So. Brauchen wir Leder. 1, 2, 3, 4 haben wir uns ja bei Tim schön bedient. Naja, was heißt bedient? Wir haben eigentlich nur Kühe geklont, wo der eh keinen Verlust hat, ne? So, rein damit. So, Width of Magic. Komm schon. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wie machen wir das? Zack, zack, zack. Ich habe so ein Gefühl, dass es so geht. Ach komm schon, jetzt verarsch mich nicht, Mann. Komm schon, ein Width of Magic. Komm. Meine Güte, fick die Büte, Mythe, Hüte. Und tun wir das da rein. Dann haben wir mehr Hexenzeug. Oh, komm schon. Hoffnung, 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 Hoffnung. Hab keinen Bock rauszugehen und zu züchten, um ehrlich zu sein. Oh, komm schon. Bone Meal, gib mir das Ding und es wird gezüchtet. Ah, okay. So, zack. Oh Mann, Mann, Mann. Und es ist Nacht. Hier rein. Meine Güte, fick die Blüte und die Hüte. Da. So, ich durch. Zack. Und so, dann machen wir mal hier einen Baum der Schönheit. Rein. So. Der wird abgeholzt. Damit direkt mal ein paar Seeds hier und geh weg. So. Zwei Stück. Naja. Ist jetzt nicht so das Gelbe von meiner. So. Ah, direkt mal ein paar mehr. Ich hoffe, hier brennen die ganzen Blätter. Die sehen nicht so cool aus. Aber von diesen Rovens muss ich erstmal alles ab. Ich brauche mehr Seeds. Das ist mir zu wenig. Ah, komm schon. Komm schon. Brauche mehr Seeds. Ach komm, wir wetten, das reicht, aber. Ach komm, ich fackel die Dinger jetzt ab. Leck mich am Arsch. Komm, ich will 6 haben, einfach so. Ah, komm schon. Ah, da. Jetzt will ich auf einmal 7 haben. Warum will ich jetzt eigentlich 7 haben? So, jetzt bin ich aber zufrieden. Weg damit. Hört das dann auf zu brennen, oder? Ja, YOLO. Ich denke mal, ich habe alle Seeds mitgenommen. Aber ich habe Angst, dass sich das Feuer so weit aufbreitet. So, hier, das soll nur kurz. Naja, gut, dann wollen wir mal wieder reingehen. Denn ich will meinen Hexenhut haben, den will ich gleich direkt anziehen und cool sein, denn ich bin eine Hexe. So. Natürlich einen auf Reserve. Man kann ja nie wissen.
So, und jetzt Holz da rein. Los geht's, mach mir ein Wood of Magic. Ich will imperatiertes Leder haben, damit ich. Ich kann schon mal Glowstone nehmen. Ein Glowstone habe ich jetzt auch. Komm, mach mir Wood of Magic, los. Ach komm schon. Wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich platt. Dann werde ich sehr böse. Ach komm schon. Ja. Drück mal hier am Sparmodus schieben. So. Und 4 von diesem Leder. So, wie ordnen wir die an? So, und dann haben wir unseren Hexen. Oh, ist das schön. How original. How original. A pointy hat improves breathing when worn. Dann ziehen wir den Kack mal hier an und jetzt sehen wir, oh, ich bin eine Hexe. Was haben wir denn für einen Hut auf? Sonnenbrille, aha. Ich habe richtig viele Hüte, ist mir aufgefallen. Aber wir wollen eigentlich keinen Hut haben diesmal. Hallo, ich bin Hexe Petrit. Boah, es ist auch so kompliziert, so Sachen so. Ich weiß, was die machen. Oh, wir haben sogar 2 davon. Das sind einfach richtig die heftigen Sachen langsam. Dann muss ich mir auch nochmal alles in Ruhe angucken. Witches Robe, da brauchen wir auch irgendwie 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir brauchen richtig viel davon. Also zweimal. Das heißt, wir brauchen eigentlich 8. Davon, Leder, das ist wieder, die Witches-Robe mache ich mir irgendwann anders, aber die, ich weiß nicht, was ich jetzt in Betracht ziehen würde zu machen, wäre einfach, upsala, wir haben jetzt 2 Todespuppen, dann eine Vampire-Puppe, die wir nicht gebunden haben, so, die sind gebunden, was für eine Puppe wäre denn noch stark, muss man schon sagen, Fallschaden kriegen wir nicht, Water Protection, Ertrinken, ich weiß nicht. Fire Protection auch nicht. Ich habe hier Lava Resistance und im PvP kann einer Fire benutzen, aber so im PvP ist das eh egal. Also, keine Ahnung. Hunger. Tool Protection auch nicht so wichtig. Weil meine Tools haben Auto-Repair, die wichtigen. So, und dann haben wir hier Voodoo Protection. Voodoo Protection Puppet. Voodoo, hä? Wir haben hier eine Vampire Voodoo Puppe und die Puppe schützt die Puppe. Aha, ich glaube, die schützt die Voodoo Puppe, weil die Voodoo Puppe ist eine Puppe. Aha, das ist die Puppe, wo man einen kontrollieren kann und die schützt. Aha. Und das ist eine Puppet Protection Puppe und das ist eine Armor. Puppen lasse ich das mal. Das Death Protection ist das eigentlich das Stärkste. Das ist übel. Das ist. Ah ja, genau, der Fisch. Aha. Der Fisch, da kann man mit Tieren handeln. Wollen wir den machen? Den will ich eigentlich machen. Einfach so. Da brauchen wir eigentlich nur wieder dieses Dings farmen. Hawthorn. Wie heißt das Zeug? Odua. Puriti. Odua, Odua, Odua. Krass, wir haben das sogar. Dann ein. Alter, wir können das richtig schnell machen, die Folge, glaube ich, noch. With Magic, das heißt, einmal kurz ein With Magic. Leute, Leute, wie wisst ihr eigentlich? Ich hoffe, mit 3 schafft er das. Machen wir uns einen Polynesia-Charme. Ach komm schon. Es klappt bitte.
klappt eh nicht. Ich muss eh neues holen, locker. Na. Dann geht's ab zum Züchten. Wir haben doch hier genau ein paar Bäume. Stimmt, fällt mir gerade auf. Nur mal so nebenbei, ne? Na, so. Ah, oh, ein paar runtergefallen. Oh, mal abwechseln, dass mal die Dinger runterfallen. Da ist auch noch eins. So, haben wir schon 10 Stück. In Abwechslung. 10, 11. Immerhin, ne? Brauche ich gar nicht zu züchten hier. Und los. Ah, perfekt. Perfekt, perfekt. Da tun wir einen rein, aber wir drehen hier komplett voll, ne? Ah, Junge, Junge. Los, 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 los. Ah, haben wir direkt einen Worth of Magic. Das heißt, der Fisch. Einen Fisch müssen wir haben. Ah, okay. Da können wir direkt unsere Fischermaschine eigentlich anmachen. Denn. Die können wir eigentlich machen. Okay, Neta war es. Dann haben wir unten. Können wir auch gucken, ob die mal gewachsen sind. So, guck mal hier mal rein. So, was wir jetzt brauchen ist, was ich jetzt zumindest rausholen will, ist meine Fischermaschine. Die haben wir hier irgendwo gelagert, das weiß ich. Genau, der Fischer. Und mal ein bisschen wieder Technik einführen, ne, ohne Witz. Würde ich mal hier machen direkt, am Anfang hier irgendwo. Direkt in die Küche. Okay, perfekt. Machen wir direkt. Hier so. So. So, jetzt nehmen wir. Okay. So. Jetzt brauchen wir Orkwood. Awkward, Freunde, wir brauchen Awkward. Singt mit uns den Awkward-Tanz. So. Los geht's hier. Okay, zack, zack. Natürlich schnell rein ins Haus. So. Machen wir kurz hier einen Eimer setzen. Okay, dreh mal zwei Eimer mitnehmen. Was passiert, wenn ich den Fisch jetzt? Ja. Natürlich braucht der Fischer auch Energie, ne? Wir nehmen erstmal. Also. Bauen wir erstmal kurz ab. Wir brauchen ja eine Energiequelle. Ach, nee. Ich will das gar nicht so kompliziert machen, aber ich mache es ein bisschen, damit die Leute denken, ich bin so heftig. Wartet. So, jetzt müsste das Ding genau Energie haben. Jetzt müssten wir. Ach, ich bin in die Folge. Bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir nächste Folge, was passiert. Oh mein Gott, der ist so stressig. Tschüss, meine Freunde.